Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marin. Heute wird es von mir ein Favoritenvideo geben. Es ist Anfang des neuen Monats und ich habe mir gedacht, normalerweise wären jetzt meine Monatsfavoriten dran. Aber ich habe mir gedacht, ich mache daraus ein ja, High-End-Beauty-Favoritenvideo, denn im letzten Monat, muss ich sagen, ist bis auf ein paar Kleinigkeiten nichts Neues an Favoriten dazugekommen. Und damit es nicht langweilig wird, habe ich gedacht, baue ich euch heute mal dieses Video ein. Eigentlich war ein Action-Haul geplant, also genau das Gegenteil. Teil vom High-End-Bereich, aber ich habe mir gedacht, dieses Video würde ich einfach gerne wegen des Zeitraums gerne vorziehen. Im nächsten Video bekommt ihr dann ein Action-Haul zu sehen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Heute wird es um meine High-End-Lieblinge gehen. Ihr wisst das von mir, dass ich wirklich in allen Bereichen als Kosmetikliebhaberin mich gerne bewege und Sachen mitnehme und ausprobiere. Ich liebe die Drogerieprodukte, ich liebe die Produkte aus dem High-End-Bereich, aber fast genauso. Und ich muss auch sagen, dass sich immer mehr High-End-Produkte in meine Sammlung schleichen. Das liegt natürlich zum einen daran, weil man sich verändert und auch andere Sachen lieber mag. Und im Bereich der High-End-Produkte ist es einfach so, dass ich gerade was Lidschatten angeht schon von denen etwas überzeugter bin. Wobei ich die Drogerieprodukte und auch die Produkte aus dem günstigen Segmentbereich sehr, sehr gerne mag. Das seht ihr auch an meinen Videos. Und da muss ich ganz einfach sagen, dass es für mich auch in dem Sinne kein Unterschied. Es gibt Produkte, mit denen kann man ein bisschen besser arbeiten. Es gibt Produkte, die halten ein bisschen besser. Ansonsten muss das natürlich jeder für sich selber wissen, meine Lieben. Aber es war halt auch oft angefragt, dass ich euch meine Lieblinge zeige. Deshalb starte ich auch direkt. Ich würde da allererstes gerne beginnen mit dem Bereich des Primers. Ja, was Primer angeht, habe ich euch schon oft was gesagt. Ich bin kein riesen Primer-Fan, obwohl ich große Poren habe. Ich habe in dem Bereich hier in den Wangen Rötungen, Unreinheiten und wahrscheinlich müsste ich einen Primer benutzen, damit das Bild ein bisschen ebenmäßiger wird. Aber ich habe es euch schon oft gesagt, ich bin kein riesen Fan. Ab und zu benutze ich es einfach sehr gerne, um den quasi Untergrund so ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Aber ich finde auch, dass ohne einen Primer meine Haut ganz gut mit den Produkten arbeitet. Und manchmal ist es sogar für mich so gewesen, dass Primer einfach auch Schlechteres bewirkt haben, dass die Foundation gerutscht ist, dass das Puder nicht saß. Und deshalb, wie gesagt, bin ich da auch kein riesen Fan von. Es gibt aber ein Produkt aus dem High-End-Bereich. Für mich ist es High-End, weil der Preis recht teuer ist. Und das ist ein Produkt von Becker. Ihr werdet auch einige Becker-Produkte in diesem Video sehen. Das ist der First Light Priming Filter. Das ist ein Filter, Primer, der feuchtigkeitsspendend ist. Der sieht auch so ähnlich wie die Verpackung ist. Wenn ihr die rausdrückt, ist das so ein bisschen lila. Das verläuft sich aber im Gesicht. Das heißt, man sieht es nicht. Wenn ihr es immer auf dem Gesicht verteilt, dann zieht es super ein. Der riecht toll. Also wirklich ein ganz toller Duft. Ist ganz leicht. Hat halt wirklich eher so eine feuchtigkeitsspendende Funktion. Jetzt nicht unbedingt eine silikonige, um die Poren zu füllen, sondern für mich einfach eine schöne Grundlage, um danach den Rest aufzubauen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, das, was die Primer aus meiner Bereich angeht, dass mein einziges Lieblingsprodukt ist. Ich habe noch ein paar andere Sachen, aber die kann ich nicht zu meinen Top-Favoriten zählen, weil ich sie, wie gesagt, nicht regelmäßig trage. Und ja, das ist aber eins der Produkte, die ich sehr gerne mag. Deshalb musste das in das Video. Wo wir bei Primer sind, habe ich noch ein Primer-Produkt für die Augen. Ich kann nicht ohne Lidschattenbase. Ich weiß nicht, das hat sich bei mir so eingebürgert, dass ich total auf Lidschattenbase stehe. Ich mache das immer, bevor ich Lidschatten auftrage, auch wenn ich die nicht lange trage. Da muss immer was drunter. Ich finde einfach, dass dann der Lidschatten ein bisschen besser noch zur Geltung sogar kommt. Und ich sette auch meine Lidschattenbase nicht. Ich weiß, dass das viele anders sind, aber ich sette die nicht. Es gibt ja auch sehr viele gute im Drogeriebereich, aber meine allerliebste aus dem High-End-Bereich ist die Primer Potion von Urban Decay. Das ist auch die ganz klassische, das ist die originale. In diesem lilanen Design, da gibt es auch ganz viele verschiedene. Ist von dem Farbton her so ein bisschen aufhellend, was ich nicht schlimm finde, weil meine Augenlider nicht ganz so hell sind und ich auch so ein leichter Sommersprossen auf den Augen die dann habe. Ich liebe die, ich mag die Konsistenz, ich mag das Ergebnis dadurch und deswegen ein absolutes Favoritenprodukt aus dem Bereich. Ich habe auch zum Beispiel eine kleine Größe von der Anastasia Beverly Hills. Lidschattenbase, die mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Die ist viel zu hell für mein Auge. Und wie gesagt, das ist aber ein Produkt, was ich super gerne mag, was ich euch sehr empfehlen kann. Wenn ihr auf der Suche seid nach einer Lidschattenbase aus dem High-End-Bereich, kann ich euch die sehr empfehlen. Mein allerliebstes Produkt und wie gesagt, auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenn ihr mich länger verfolgt, werdet ihr sehen, dass ich das schon öfter euch gezeigt habe und deshalb auch ein riesen Favoritenprodukt. Dann würde ich gerne weitermachen mit dem Bereich des,
Ja, nach der Base kommt ja klassisch die Foundation. Und ja, da wisst ihr auch, dass ich, was Foundation angeht, nicht so eine riesen Fan bin. Ich trage auch heute keine, auch wenn das ganz gut aussieht im, ja, im Licht, finde ich. Ich trage auch heute keine. Ich bin kein riesen Foundation-Fan. Wenn ich Foundation trage, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die mehr im Drogeriebereich. Das habe ich euch schon öfter gezeigt. Wobei es auch zwei, ja, mittlerweile zwei Foundations gibt aus dem HR-Bereich, die ich sehr gerne mir mal zulegen würde, wenn das Geld ein bisschen eher besser dasteht. Ja, das sind sehr teure Foundations und die habe ich aber auf meiner Liste. Ich werde euch auch, wenn ihr Bock drauf habt, auf jeden Fall demnächst meine Wishlist von mir abfilmen. Da habe ich auch sehr viel Bock drauf und da werdet ihr das dann sehen. Was ich allerdings sehr, sehr gerne mag, gerade auch im Alltag, ist ein Produkt von IT Cosmetics und für mich zählt das auch schon zum HR-Bereich, denn die kostet fast 40 Euro. Das ist die CC Cream in der Richtung Illumination, weil die einfach so ein bisschen Glow gibt. Das ist die rosane, nicht die klassische in Silber, sondern das ist die rosane. Hat Lichtschutzfaktor 50 mit drin, UVA, UVB-Schutz, Hydrating, Anti-Aging. Ja, ihr seht, das habt ihr auch schon gut benutzt. Da habe ich einen recht dunklen Ton im Moment. Das ist die Farbe Rich. Jetzt, weil ich gebräunt bin, passt sie mir. Ansonsten habe ich, ist die mir ein Ticken zu dunkel, dass ich mal ein bisschen was Helles mit reinmachen muss. Aber meine absolute Lieblings, ja quasi Grundierung aus dem Bereich High-End. Wie gesagt, anderes habe ich im Moment noch nicht probiert. Und das ist in dem Bereich wirklich das Einzige, was ich sehr gerne auftrage, was ich sehr gerne mag. Deshalb ein Favoritenprodukt. Dann würde ich gerne weitermachen mit Pudern, denn ich habe hier so viele Sachen stehen. Und deswegen möchte ich gerne mit Puder weitermachen, damit wir quasi das Gesicht so ein bisschen abarbeiten können. Ja, es gibt zwei Puder, die ich sehr, sehr gerne mag und ihr werdet gleich in den Face-Paletten auch noch Puder sehen, aber wenn es um die einzelnen Produkte geht, ist das einmal das Laura Mercier, das ganz klassische Translucent Puder. Ich mag das sehr, sehr gern. Das ist jetzt so eine kleinere Größe. Allerdings mag ich es nur fürs Gesicht. Für unterm Auge ist es mir eine Spur zu trocken. Wenn ich drunter eine gute Pflege auftrage, geht es. Ansonsten ist es mir ein bisschen zu trocken. Es ist, wie gesagt, farblos, verhält sich gut auf dem Gesicht. Es fixiert euer Gesicht toll, mattiert gut ab. Mag ich sehr gern, aber wie gesagt, ich mag es nur auf dem Gesicht, nicht unterm Auge. Genau wie dieses Produkt, das ist aber ein Produkt, was ich all over my face, also wirklich unter den Augen und auch auf dem Gesicht auftrage, mag ich sehr gerne. Habe ich recht neu, ich hatte es euch schon mal gezeigt, das ist von Milk Makeup, das Translucent Powder, nennt sich, ja, einfach nur Translucent Powder. Und bei dem habe ich auch das Helle genommen, weil das gibt es in drei Farbnuancen, hell, mittel, dunkel, weil ich wirklich, was Puder angeht, immer gerne eine Spur heller gehe. Es darf nicht zu hell sein, weil dann sieht die aus wie ein, ja, Schneemann, aber ich mag das gerne ein bisschen heller, weil die Puder auch alle mal ein bisschen, finde ich, oxidieren. Und auch dieses hier wird ein bisschen dunkler auf dem Gesicht, auch unter den Augen. Ich habe es auch heute wieder aufgetragen. Ich mag das sehr gerne, hat so einen leichten Blurring-Effekt. Ist für mich auch High-End-Milk, denn es kostet 25 Euro und es deswegen, ja, auch ein absoluter Favorit aus dem Bereich. Und dann habe ich hier, bevor wir mit Lippen und Augen weitermachen, auch noch ein paar Face-Paletten, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ja, meine Lieben, was ja, Face-Paletten angeht, mag ich sehr, sehr viele im HM-Bereich sehr gerne. Ich bin aber auch momentan so ein bisschen am Liebäugeln mit den neuen von Natasha Denona, auch wenn die sehr, sehr teuer sind. Ich bin ehrlich, ich gucke dann immer, dass auch wirklich viele Farben für mich funktionieren. Es gibt Produkte oder Paletten, da funktioniert nicht alles für mich, weil ich nicht so hell bin. Und vieles der Produkte, so ich sag mal, auf hellere Häutchen ausgerichtet ist. Da gibt es zum Beispiel auch diese Palette, die ich sehr gerne mag, aber hier funktionieren leider auch nicht alle Farben für mich. Das ist von Hourglass, die Ambient Volume 4. Das ist die in diesem Rosé, ja, in diesem Jubiläumsrosa, was wir eine Zeit lang hatten. Die kommen ja fast jedes Jahr raus. So eine Holiday Edition ist das ja ganz oft. Und bei dieser Palette muss ich sagen, was ich sehr, sehr gerne mag, ist die untere Reihe. Das sind die Puder und die Highlighting-Produkte. Denn die machen einen wirklich sehr, sehr sanftes ja, Face, also die sind wirklich so ein bisschen weichzeichnender Effekt. Was bei mir ein bisschen schwierig ist, sind die Blushes, die sind mir immer ein bisschen zu hell und auch ein bisschen zu schimmrig, weil das bei mir immer die Rötungen und auch die Unreinheiten ein bisschen betont. Ansonsten, wie gesagt, das Puder ist wirklich einfach toll, dieses, ja, ja, ich wüsste jetzt gerne nochmal, wie das heißt, das, genau, Finishing Powder, Dim Light, Finishing Powder, Diffused Light, das sind wirklich super Farben, um euer Gesicht so ein bisschen weichzeichnend zu machen, wirklich ihr Geld wert, diese Paletten, auch wenn sie sehr klein und sehr teuer sind, wirklich eine sehr, sehr gute Face-Palette und die von Hourglass mag ich wirklich sehr gerne. Genau wie diese zwei, das sind jetzt zwei von Becker, das ist eine, ich glaube, das war eine LE, genau, die Chloe Malika LE, das sind einmal beide, einmal ihre und einmal auch die von ihrer Freundin Malika, das ist für dunklere Häutchen, also ich mache erstmal euch die von Chloe auf, das war die für hellere Häutchen, die sah einmal so aus, Bronzer, Highlighter und zwei Blushes, die Blushes
sind für mich mehr als Topper, weil die mir einfach sonst zu hell sind. Aber ich mag den Bronzer total gerne und auch den Highlighter mag ich total gern. Und ja, das ist dann einmal die Palette von der Malika. Die ist etwas für dunklere Häutchen. Ihr seht, der Bronzer ist direkt ein bisschen rotschichiger. Da muss ich mal so ein bisschen gucken. Manchmal mag ich ihn, manchmal nicht. Dafür mag ich den Highlighter sehr gerne und auch die Blushes sind auch für mich leider wieder Blush-Topper, denn die enthalten sehr viel Schimmeranteil, was über einem, ihr seht es hier genau, für mich einfach als Blush nicht tragbar. Ihr seht es, das ist für mich wirklich so ein Topper und ja, mag ich aber total gerne. Die sind auch ihr Preis wert gewesen, ihr Geld wert gewesen. Gibt es leider, glaube ich, so nicht mehr zu kaufen, weil es, wie gesagt, eine LE war, aber das sind auch so meine Favoriten aus dem Bereich der Face-Paletten von Becker. Und dann habe ich natürlich auch noch ein paar Produkte von der lieben Anastasia. Ja, Anastasia Beverly Hills ist für mich eine sehr, sehr wichtige Marke. Ich mag sehr viele Produkte im Face- und auch auf vor allem Lidschattenbereich von ihr gerne. So auch diese beiden Paletten. Die habe ich euch schon oft, glaube ich, gezeigt. Und zwar sind das ihre beiden Blush-Paletten. Das sind diese Blush-Kits, die sie hat mit diesen vier Stück drin. Ich glaube, so einfach ist es auch nicht mehr an die dran zu kommen. Ich habe die auch schon recht lange. Das ist einmal Radiant, einmal Gradient. Radiant ist einmal die helle Variante für hellere Häutchen oder für Mischhäutchen. Ich habe auch heute davon wieder eine Mischung auf meinem Gesicht. Ich mag die fast alle gerne, bis auf das. Das ist mir eine Spur zu hell, aber diese drei mag ich sehr gerne. Manchmal gehe ich auch in zwei Farben gleichzeitig rein. Die machen ein sehr schönes, ja quasi ein sehr schönes Wangenrouge. Allerdings sind die auch wirklich sehr, sehr matt. Also wenn ich die benutze, gebe ich immer so einen kleinen Topper noch mit drüber, denn die sind wirklich sehr, sehr matt. Das ist das einmal für dunklere Häutchen. Das sieht dann einmal so aus. Da gehe ich immer nur ganz leicht rein, denn die sind mega pigmentiert. Ich zeige es euch mal. Wirklich, ne? Hier seht ihr es. Wenn die da ganz leicht reingeht, auch wenn die so krass dunkel aussehen, muss ich sagen, machen die wirklich ein schönes, ja, ihr seht das hier, ne? Wenn man das ganz leicht nur aufträgt, dann habt ihr ein schönes Blush-Ergebnis. Mag ich auch sehr gerne. Ist, wie gesagt, für dunklere Häutchen gewesen und ja, auf jeden Fall auch ein Produkt aus dem Bereich meiner Lieblings-High-End-Produkte von Anastasia auf jeden Fall. Und wo wir schon bei Anastasia sind, da komme ich auch zunächst. Das ist eine Highlighting-Palette. Ich zeige euch jetzt mal, was Highlighter angeht, muss ich auch direkt sagen, habe ich aus dem High-End-Bereich nicht so viel. Also die Sachen, die ich habe, sind wirklich schon lange in meiner Sammlung und die mag ich sehr gerne. Ansonsten gibt es natürlich, was ja, die High-End-Highlighter angeht, so, so viele Produkte, aber ich habe sehr viele Highlighter und deswegen bin ich da auch jetzt bei den High-End-Produkten nur noch dafür bereit, so viel Geld auszugeben, wenn es mich sehr, sehr interessiert. Und ja, diese beiden Produkte, die ich euch jetzt zeige, das sind auf jeden Fall meine allerliebsten von dem Bereich des High-Ends. Ja, meine Lieben, was soll ich euch sagen? Wie gesagt, ich bin ein riesen Anastasia Beverly Hills-Fan und deshalb ist es auch natürlich das Glow-Kit von ihr, in dem, ja, in dem ist es die Variante des Sugar Glow Kit in dieser lilanen Verpackung. Es sind sehr große Pens. Ja, ihr seht das auch. Die kann man wirklich, glaube ich, nicht aufbrauchen. Und ich muss auch sagen, bei denen ist es so, dass ich nicht alles mag. Es gibt ja zwei, die ich sehr, sehr gern mag. Das ist einmal die Farbe Starburst und auch die Farbe Marshmallow mag ich und auch die Farbe ja, Butterscotch. Wobei Butterscotch hat auf jeden Fall auch Glitzeranteil mit drin. Das ist so mein Liebster. Den habe ich auch schon ordentlich benutzt. Ihr seht es hier. Ich zeige euch mal geswatcht. Ein wunderschöner Highlighter. Sehr, sieht es, ne? Sehr golden und ja, macht immer ein sehr schönes Hautfinish, finde ich. Welchen ich nicht so gerne mag, das ist die Farbe Gumdrop. Das ist, ihr seht das nicht so richtig im Pen, aber der hat auch ultra viel Glitzer mit drin und ist ein bisschen jongierend. Ansonsten auch eine wunderschöne Palette, ist von ihren Face-Paletten, wie gesagt, eine meiner allerliebsten und benutze ich sehr, sehr gerne. Genau wie diesen Highlighter, das ist auch ein Produkt von einer Marke, ich will jetzt einfach mal sagen, die leider so ein bisschen hinterherhinkt, hinter vielen anderen Marken, und zwar handelt es sich um ein Produkt von MAC. Ich bin kein riesen MAC-Fan. Ich habe ein paar MAC-Produkte, aber es sind nicht meine Favoriten. Deswegen werdet ihr auch nur dieses Produkt in diesem Video sehen. Und für mich ist es High-End, denn der Preis ist happig. Das ist einmal das Extra Dimension Skin Finish. Das ist ein Highlighter mit etwas anderen Prägung. Ich habe da die Farbe Oh Darling. Und da muss ich sagen, das ist ein wunderschöner Highlighter. Ansonsten auch das Soft and Gentle und so sind natürlich schön, aber die kosten halt auch echt viel Geld. Das ist über 20 Euro für quasi ein Produkt. Und ja, bei dem ist es so, den habe ich mir mal quasi da auftragen lassen. Der hat mir so gut gefallen, weil er mit meiner Haut ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, das ist ein Highlighter, den man nicht bei zu heller Haut benutzen darf, aber ein wunderschöner, goldener, ohne Glitzer, ein reines Schimmer. Setzt nicht auf, es betont eure Fältchen nicht. Deswegen liebe ich den sehr. Ich trage ihn auch sehr gerne im Alltag und deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr gelungenes Produkt von MAC. Ich weiß, dass die sehr viele gute Produkte haben, aber wie gesagt, für mich ist es mit eins der einzigen Produkte, die ich sehr gerne von der Marke mag. Auch
auch wenn die viele andere schöne Dinge haben. Ihr seht es ja. Der wirkt sehr schön auf der Haut. Das ist das, was ich im Bereich quasi Gesicht euch jetzt noch zeigen wollte. Ich würde dann ganz gerne weitermachen, bevor wir zu Lidschatten kommen, denn das ist sehr, sehr viel. Ich bin eher wirklich so ein Lidschatten-Fan, was den High-End-Bereich angeht. Habe ich natürlich auch noch Lippenprodukte, die ich euch gerne zeigen würde. Ja, was den Bereich der Lippen angeht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da gibt es sehr viele Produkte, die ich sehr gerne mag. Allerdings, was High-End angeht, sind es speziell ein paar nur, denn ich habe sehr viele Lippenprodukte und ich habe immer Angst davor, dass die mir kippen, bevor ich sie aufbrauchen kann, was ja eh nicht zu machen ist bei so vielen Produkten. Deswegen kaufe ich mir wirklich das, wo ich wirklich richtig Bock drauf habe. Und es gibt einfach eine Marke, die ich sehr gerne mag, was ihre Lippenprodukte angeht. Und das ist die Marke Fenty Beauty. Bekommt ihr bei Sephora. Das ist die Marke von der lieben Rihanna. Und was ich total gerne mag, das sind ihre matten Star Lip Paints. Das sind die, die so ein bisschen aussehen wie Nagellack. Einmal in der Farbe Ankhaft. Das ist ein wunderschönes Nude, wie ihr sehen könnt. Dann einmal in der Farbe Uncensored. Wenn ihr auf der Suche seid nach dem perfekten Rot für die Lippen, was matt ist, kann ich euch das sehr, sehr empfehlen. Auch wenn es hier so ein bisschen orange-rot durchkommt. Es ist ein sattes, sattes Rot. Liebe ich total. Der Auftrag ist schön. Haltbarkeit ist toll. Mag ich sehr gerne. Einmal Nude und einmal Rot. Und dann habe ich auch noch einen Ton. Das war, glaube ich, ein Weihnachtston. Das war so eine Weihnachtsallee. Das ist die Farbe Underdog. Mag ich auch total gerne in so einem Rotbraun, würde ich sagen. So ein bäriges Braun, kann man sagen. Es ist ein ganz, ganz dunkles Lippenprodukt. Mag ich sehr gerne im Herbst und im Winter. So, das sind so meine Liebsten in dem Bereich der matten Lipsticks von ihr. Und was ich natürlich total gerne mag, das habe ich euch auch schon aufgezeigt, sind ihre Lipglosse. Die sind einfach wunderschön. Halten auch sehr gut. Das sind die Glossbombs. Einmal in der Farbe Fassi und einmal in der Farbe Maus. Ihr seht ja auch die Farben zusammen. Die Farbe Fassi ist richtig schön, ist rosa. Und die Farbe Maus, das muss ich sagen, oder Sweet Maus heißt die, Entschuldigung. Sweet Maus ist ein bisschen klarer noch. Hat so einen leichten Rosé-Perlglanz auf die Lippen. Das sind so meine liebsten Glosse, muss ich sagen, aus dem Bereich des High-Ends. Wenn wir an die matten Lippenstifte gehen, muss ich auch dazu sagen, mag ich auch von Anastasia ein paar. Ich habe auch ihre, ein Produkt von ihren matten Lip Creams, also die in dieser Gloss-Variante, also diesem wie ein Gloss kommen, aber matt sind, diese matten Lipsticks. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich einfach die Haltbarkeit nicht. Für mich halten die fast gar nicht. Und wenn ich schon matten Lippenstift trage, dann muss der einfach halten. Was ich allerdings sehr gerne mag, die Farbe habe ich auch schon auf den Lippen. Ein wunderschöner Farbton. Das sind von ihren kleinen Produkten. Das war mal so ein Set, was ich gekauft habe von ihren matten Lippenstiften. Die nennen sich auch einfach eine Matte Lipstick. Und zwar sind das Farben gewesen, so ein bisschen in diesem Nude-Bereich. Ich habe jetzt gerade auf den Lippen die Farbe Spice. Das ist ein wunderschönes, ich würde sagen, so ein Nude, was so ein bisschen ins Orange-Braune geht. Mag ich sehr gerne, funktioniert bei meiner Lippenfarbe sehr gut. Dann habe ich einmal die Farbe Dead Roses. Das ist auch ein wunderschöner, so ein dunklerer Rosenholzton. Wirkt schon fast lila. Den mag ich sehr gerne. Wie gesagt, die Farbe Spice habe ich auf den Lippen. Dann habe ich einmal die Farbe Kiss, auch ein sehr schöner Ton, geht auch in so ein braunen Nude. Ja, ich kann ja nicht so helle Nude-Töne tragen, das steht mir einfach nicht, aber die Farbe sieht auch sehr schön aus auf den Lippen und auch halten tun die gut. Genau wie diese Farbe, die mag ich auch sehr gerne, das ist die Farbe Soft Pink. Das ist so ein, auch so ein Nude-Rosa, was ich sehr gerne mag. Das sind auch so kleinere gewesen. Wie gesagt, im Set gab es die damals, ich weiß nicht genau, ob es das noch gibt. Müsst ihr einfach mal schauen, vielleicht auf ihrer eigenen Seite, aber ihre kleinen Mini, also ihre kleinen Lipsticks, die mag ich. Wie gesagt, die in dieser Variante, die wie bei den Fenty-Glossen kommen, in so einer kleinen, in der Variante im Tiegelchen quasi. Das ist ein bisschen schwierig auf meinen Lippen. Funktioniert bei mir einfach nicht gut. Deswegen kann ich die nicht als Favoriten zählen. Deswegen kaufe ich mir davon auch keine mehr. Was ich mir allerdings immer wieder kaufen würde, wenn die Farben für mich stimmen, sind die Jeffree Star Lippenprodukte. Und zwar sind das, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, das sind einfach Jeffree Star Matte Lipsticks. Das sind welche gewesen aus so einem großen Set, was ich mal von ihm hatte. Das sind so meine liebsten Farben. Die gibt es ja, wenn ihr die als Einzelne kauft, sind die etwas größer. Muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich sehr gerne. Ich mag das Gefühl auf den Lippen, die trocknen eure Lippen nicht zu stark aus und sind wirklich schön von den Farben. Ich habe hier einmal die Farbe Unicorn Blood, Calabasas, das ist die Farbe Wifey und das hier unten ist die Farbe Doll, Doll Parts. Sind wunderschöne Farben, einmal so rot und so ein bisschen auch in dem Bereich Nude. Gerade die Farbe Calabasas, das ist so ein sehr, sehr schönes Nude, finde ich. Geht so ein bisschen ins Rosenholz.
Holz. Das ist so die Farbrichtung, die ich sehr gerne mag. Und ja, auf jeden Fall auch große, große Favoriten von mir. Ja, von Jeffree Star muss ich sagen, habe ich zwar keine Lidschatten, bis auf eine Palette, aber in seine Lippenprodukte finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, meine Lieben, jetzt kommt der Bereich, der, glaube ich, am interessantesten für die meisten von euch ist. Und das ist auch so mein Lieblingsbereich, mein Endbereich. Natürlich sind es die Lidschatten oder allgemein Augenprodukte. Ich möchte gerne als allererstes da starten, bevor ich zu den Paletten komme, mit Flüssig-Highlighter. Flüssig-Highlighter, mit Flüssig-Lidschatten. Und zwar kann es dann nur eine Marke geben, die ich sehr gerne mag. Und da bin ich sehr froh, dass ich die immer wieder beim TK Maxx geschossen habe. Das sind die Liquid Eyeshadows von Stila. Wundervolle Produkte. Ich mag die sehr, sehr gerne. Sind schweineteuer, finde ich, wenn man die regulär kauft. Ich habe auch heute wieder einen drauf. Das ist, glaube ich, die Farbe Diamond Dust, die ich drauf habe. Finde ich sehr schön. Das war so ein kleines Kit, was ihr im Dreier-Set bekommt. Und das hier oben sind die einzelnen gewesen. Die sind so bei 28 Euro. Ist schon recht happig vom Preis, aber sie funktionieren super. Sie halten toll. Sie geben, ob ihr sie ja einfach nur pur trägt oder auch über anderen Lidschatten trägt, immer ein schönes Finish. Sehr, sehr ja, gern benutze Produkte von mir. Mag ich vor allem auch gerne, wenn man irgendwie mal abends schicker oder so ist, schicker sein möchte oder abends mal rausgehen möchte oder wenn man mal wieder feiern gehen wird und so. Auf jeden Fall sehr, sehr haltbare Produkte mag ich sehr gerne, weil ich muss auch direkt dazu sagen, dass Liquid Eyeshadows bei mir nicht immer funktionieren. Ich habe ja ein eher öliges Augenlid und bei denen ist es so, die sitzen bei mir einfach 1A, halten sehr gut. Deswegen meine allerliebsten aus dem Bereich des High-Ends, ja, oder der High-End-Kosmetik. Und natürlich kommen wir jetzt auch schon zu den Lidschattenpaletten, denn ich habe hier so einige stehen. Ich möchte direkt anfangen und zwar als allererstes mit der Marke Urban Decay. Ja, was Urban Decay angeht, muss ich sagen, habe ich ja viele Paletten. Ihr habt es an meinen Palettensammlung-Video schon gesehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe euch unten in meiner Infobox auch mein Palettenvideo, meine Palettensammlung verlinkt. Schaut gerne mal vorbei, falls ihr noch nicht geschaut haben solltet. Und bei mir ist es so, dass ich sehr viele Paletten von denen gerne mag. Aber wenn es um meine Favoriten geht, muss ich euch sagen, welche ich am allerliebsten benutze. Das ist einmal die Naked Honey. Das ist einmal ihre, ja, das ist nicht die letzte, es sind danach noch ein paar Paletten gekommen, aber für mich ist es mit einer der neuesten von der Marke und es ist einmal dieses Farbspektrum. Sehr, ich würde mal sagen, golden gehalten, wie der Name es schon sagt. Sehr bräunlich, ist eine recht warme Palette. Mag ich auch total gerne. Das sind wirklich sehr schöne Farben. Und welche ich noch sehr gerne mag, ist die Naked Cherry. Das ist die mit diesen beerigen Tönen und diesen Rosé-Tönen. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich mag eigentlich alle Paletten, die ich habe von denen, aber wenn es nach meinen Favoriten geht und welche ich zu welchen ich am meisten tendiere, sind das schon diese beiden, weil die Farben sehr schön miteinander funktionieren. Mag ich total gerne. Ich mag auch das Format der Naked Paletten sehr. Es ist schön, es ist kompakt, es ist immer ein Spiegel und auch ein Pinsel dabei, deswegen auf jeden Fall auch zu empfehlen. Genau wie die Paletten, die jetzt kommen, und ich glaube, das ist so meine größte Sucht bei dieser Marke. Zwar handelt es sich um die Paletten von natürlich Anastasia Beverly Hills. Ihr wisst das, die machen ja super viele quasi Launches, super viele Paletten hat sie dieses Jahr und auch letztes Jahr rausgebracht mit ihrer Tochter zusammen, die Norvina Paletten. Wenn ihr mich fragt, welche meine Lieblinge sind, natürlich sind das ihre klassischen. Ich habe euch jetzt mal meine allerliebsten rausgeholt. Ich habe ja fast alle von ihr. Wie gesagt, wenn ihr mein Sammlungsvideo seht, dann wisst ihr, welche ich alle habe. Wenn ihr mich nach meinen Lieblingen fragt, muss ich einfach sagen, sind es diese vier. Ich zeige sie euch im Schnelldurchlauf. Und zwar natürlich ein Klassiker. Und wenn ihr mich fragt, welche, wenn ihr euch eine kaufen wollt, welche ich euch als allererstes empfehlen kann, ist es die Soft Glam. Die Soft Glam ist ein Klassiker. Ihre Farben sind wundervoll. Damit kann man tolle, einfache Looks, aber auch ein bisschen, feinere Looks schminken. Ist ein Schimmertöne, matte Töne mit dabei. Baut sich gut aufeinander auf. Auch wieder sehr warm von der Farbreihe. Ich mag einfach warme Lidschattenfarben. Ja, mag ich total gerne. Ist eine ganz große Liebe und schminke ich immer noch sehr gerne nicht mit im Alltag vor allen Dingen. Genau wie mit dieser hier, auch wenn es eine glitzernde Silvesterpalette war, ist die Sultry Palette. Sie hat auch mehr an diesen etwas, erdigeren, schönen Lidschatten, auch wenn sie Farbe Blue mit drin ist, was ein oranges Lachs ist. Aber ansonsten auch die anderen Töne mit den Schimmern. Es sind sehr viele Schimmertöne mit drin. Die sind sehr an diesen Rosé-Gold, Gold, hellbraun, Kupfertönen gehalten. Mag ich auch total gerne. Und wenn wir nach diesen, Farbrichtungen in den Bereich Rosé gehen, was ich ja auch super gerne mag, ist es einmal die Kali Bible Palette. Die sieht einmal so aus.
Und diese Palette hat auch sehr schöne und auch etwas eher ausgefallenere Farben mit drin. Ich mag am allerliebsten einmal diesen Ton, das ist die Farbe Aura, und auch die Farbe Mandala, das ist so ein Duochrom-Ton. Das könnt ihr gar nicht in der Kamera richtig sehen. Das ist so lila, blau, changierend, also wirklich wunderschöne Farben. Auch in diesen Fliedertönen sehr viel mit drin, hat sehr viel Schimmer, aber auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, also mehr Schimmer und meistens mehr Schimmer als matte Töne. Kann man schön miteinander kombinieren, mag ich auch total gerne, vor allem jetzt im Sommer und auch im Frühling. Eine sehr schöne Palette. Und ja, das letzte Schmuckstück, was eingezogen ist, ist die Amresi-Palette gewesen. Ja, sie sieht nicht nur wunderschön aus, die ist auch von innen wunderschön. Ihr habt ja auch wirklich schöne Farben mit drin, die sich aufeinander aufbauen lassen. Außerdem aber auch neutrale Farben, wie diese ganzen Brauntöne hier unten. Die könnt ihr pur tragen oder auch mit anderen Farben kombinieren. Ich mag auch ihre Glitzertöne hier sehr, sehr gerne drin. Und in dieser Palette habt ihr noch einen Vorteil. Es sind 2 Lidschatten mehr drin als in ihren anderen Paletten. Was das angeht, deswegen auch ein großer Favorit. Wie gesagt, das sind meine 4 allerliebsten von ihr. Auch wenn ich alle ihre Paletten mag, sind das so meine allerliebsten. Wenn ich jetzt zu einer letzten Marke komme, dann könnt ihr euch bestimmt denken, um welche Marke es sich handeln kann. Natürlich um Natasha Denona, und die Paletten, die ich von ihr sehr gerne mag, zeige ich euch jetzt. Ja, und was Natasha Denona angeht, muss ich schon ganz ehrlich sagen, dass mich immer mehr das Sammlerherz packt, auch wenn ich mich davor sträube und wirklich eigentlich so viel Geld nicht für eine Palette ausgeben möchte, ist es schon so, dass ihre Produkte echt gut sind. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Es ist verdammt viel Geld, das bin ich auf jeden Fall auch, also da bin ich auch ehrlich, das muss ich auch schon so sagen. Aber sie hat sehr schöne Farben, und wenn man es sich leisten kann und auch leisten möchte, dann sollte man das einfach ausprobieren. Was ich allen empfehlen kann, die Marke austesten möchten, sind die Mini-Paletten, die eher bei mir recht neu eingezogen sind, und ich mag sie total gerne. Das sind einmal 3 Stück an der Zahl, einmal die Mini Glam, einmal die Retro in der Mitte und einmal die Mini Star. Ich mag die Paletten sehr, sehr gerne. Die sind schön handlich, die sind kompakt, die sind aufeinander abgestimmt, die Farben. In ihrer gewohnten Qualität, kosten 24,99 €. Deshalb ja auch absolutes Liebhaberherz, absolute Favoriten von ihr. Genauso wie diese Palette, die ganz neu eingezogen ist, aber schon ein ja wirklich einen richtigen Platz in meinem Herzen ergattert hat. Das ist die Bronze-Palette. Und ich habe euch ja im letzten Video damit einen Look geschminkt. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, schaltet auf jeden Fall gerne das Video mal in das Video rein. Es ist eine wunderschöne Palette für mich. Es ist eine Geschmackssache. Viele fanden sie auch langweilig. Ich mag sie sehr gerne. Es sind warme Töne dabei. Es sind auch hier unten so ein paar, die 2 Töne, die sind auch von der Farbgebung her ein bisschen anders. Ein bisschen ja so lila-mäßig. Und auch hier der Ton hat einen tollen Schimmer mit drin. Finde ich auch wundervoll. Und diese Palette kostet 68,95 €. Das sind die etwas günstigeren, weil die ein bisschen kleiner sind. Ja, ich weiß, günstig ist relativ bei ihr, aber wenn man dann zu den anderen Paletten geht, die dieses, sag mal, ja, diese so Lack-Oberfläche haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, die sind mir auch wirklich mittlerweile echt zu teuer. Diese Palette habe ich damals wirklich als allererstes von ihr gekauft, weil ich die Farben so schön fand und einfach gedacht habe, bevor ich jetzt wieder viele Paletten von ihr kaufe, kaufe ich mal eine, wo ich ganz viele Farben mit drin habe. Das ist die Metropolis-Palette, und ich weiß, viele Mädels, die sie haben, die lieben die. Ich liebe sie auch. Was soll ich euch sagen? Verdammt viel Geld, aber es gibt auch immer mal wieder Prozente. Ihr müsst da mal ein bisschen schauen. Ich habe sie letztes Jahr beim Black Friday geshoppt. Da habe ich sehr viel Geld gespart. Sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch echt noch öfter überlegt. Denn sie kostet, ich glaube, 130 €. Eine recht teure Palette, aber sie hat wunderschöne Farben. Ihr habt auch ein bisschen Pop-Off-Color mit drin, mit diesem wunderschönen Blau. Hier unten habt ihr den Türkis. Hier ist so ein Tannengrün mit drin. Hier habt ihr so ein Blau mit drin. Also wirklich ja, etwas ausgefallenere Farben auch mit dabei. Natürlich auch in den klassischen Kupfer- und Goldtönen ganz viel mit drin. Hat eine abgefahrene Konsistenz. Ich mag ihre Lidschatten total gerne. Die sind sehr einfach einzuarbeiten. Man muss nicht viel machen, und sie halten euch den ganzen Tag, ohne zu verrutschen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Deswegen mussten diese Paletten mit in dieses Video, weil ich liebe sie einfach, und deshalb sind es auch meine Favoriten, meine Favoritenpaletten. Das letzte Teil, was ich euch in diesem Video gerne zeigen möchte, ist ein Fixing Spray, um quasi den, das als Finish zu nehmen. Auch dieses Produkt ist ein Finish-Produkt. Es ist natürlich das Urban Decay All Nighter. Ich habe einige Produkte aus dem High-End-Bereich, also wo ich finde, dass es High-End ist. Ich habe das Pixi Glow Mist, was ich sehr gerne mag, aber für mich doch nicht mithalten kann mit diesen. Genau wie auch das Kat Von D Lockit. Das habe ich auch, und auch ein Max Fix Plus kann leider mit dem All Nighter nicht mithalten. Für mich muss ein Fixing Spray einmal dieses Pudrige vom Gesicht nehmen und das Make-up haltbar machen. Dieses Produkt macht es. Ich habe es schon nachgekauft. Ich habe eine Reisegröße davon da. Ich liebe es einfach. Ein wundervolles Produkt, was sein Geld wirklich wert ist. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem
guten Fixing-Spray aus dem Bereich High-End, meine Lieben. Dieses Video war, ich glaube, ein bisschen lang diesmal, aber es war auch von euch gewünscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder aber auch einen netten Kommentar. Mich würde natürlich auch mal interessieren, was eure Lieblinge aus dem High-End-Bereich sind. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam austauschen. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, dann solltet ihr das schnellst tun. Einmal hier unten den Abonnier-Button drücken, dann verpasst ihr auch keins meiner weiteren Videos. Auch wenn wir jetzt im High-End-Bereich die letzten zwei Wochen unterwegs waren, wird es nächste Woche etwas günstiger. Ja, es wird nächste Woche ein Action-Haul geben, meine Lieben. Seid gerne dabei. Ich freue mich darauf. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis dahin auf Wiedersehen.